das machen müssen, aber manchmal geht es halt nicht besser und dann muss man halt das nehmen, so wie es gerade ist. Genau wie bei den vielen Tutorials, wo man sich bedenkt, ich habe wieder Outtakes rausgehauen, übrigens von den Tutorials, wo man echt gedacht hat, oh nee, das kann ich auf keinen Fall nehmen. Bei mir ist es auch so, dass ich viele Outtakes gar nicht verwenden kann, also Outtakes Zweitkanal übrigens, ich habe ja wie gesagt zwei Kanäle, welche in nächster Zeit öfters mal was machen. Ich habe mir ein paar Adventure Maps gezogen und werde dort einige Adventure Maps anspielen, weil auf meinem Hauptkanal möchte ich das nicht machen, weil es dann glaube ich zu überfüllt wird, weil die Abo-Box dann zu gespammt wird. Nur wer möchte, kann dann auch den Zweitkanal sich schnappen und da dann zum Beispiel Adventure Sachen gucken in dem Fall, oder von Adventure Maps, die ich dann gezogen habe. Ich habe mal im Minecraft Forum geschaut, da gibt es einige Sachen und so weiter und so fort und tralala. Und ich habe, glaube ich, wieder irgendwo das Thema verwechselt, geswitcht. Ich war eigentlich noch gar nicht fertig, in Gedanken woanders, habe dann wieder gewechselt und jetzt, ist ja furchtbar. Bei mir total furchtbar. Ich habe so viel im Kopf, so viel zu erzählen. Ich rede auch so schnell, obwohl das einige stört, das irgendwie gar nicht, so wie ich das mitgekriegt habe. Manche stört es halt total, manche irgendwie nicht. Aber naja, okay. Und so viele Themen im Kopf und ich rede so schnell, versuche alles rauszuhauen, ich spreche ein Thema an, dann fällt mir zwischendrin was anderes ein, dann wechsle ich das. Dann habe ich am ersten Thema vergessen, was ich sagen wollte. Wir waren irgendwie bei YouTube Community und Zweitkanal, alles mögliche, dass das dann Abo-Box vielleicht zu voll wird. Ich habe ja Umfrage gestartet, ob lieber zwei LPs am Tag oder eins. Und dann, ja okay, die Mehrheit sagte zwei. Aber es waren auch wirklich einige dabei, die gesagt haben, nee, das wäre dann wirklich zu viel. Also die Abo-Box werden überfüllt. Reicht, wenn ein LP kommt. Weil wenn das zu viel wäre, dann könnte ich nicht beide gucken und wahrscheinlich würde ich dann nicht mal mehr eins schauen, weil ich dann gar nicht mehr im Thema oder so gerade auf dem aktuellsten Stand bin. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Deswegen habe ich ja gefragt, wie das in der Regel so ist. Aber da einige wohl doch dann so der Meinung waren, dass das vielleicht zu viel werden könnte, mache ich das so, wie gesagt, jetzt auf dem Zweitkanal als Alternative mit Adventure Maps vielleicht mal was. Und Outtakes, genau, hau ich auch raus, wenn ich... Ach genau, wir waren bei Perfektionalität stehen geblieben. Bei Videos, genau. Das, wie gesagt, da kam es jetzt Zweitkanal, wegen den Outtakes. Outtakes, Dingensen, da sitzt man da dran. Ich kann übrigens auch nicht alle Outtakes verwenden, weil ich dann meistens immer abschalte, bevor irgend so ein fluchender Kommentar oder irgendwas kommt oder ein... verdammt, Fail. Das kommt in der Regel nur ganz, ganz selten mal spontan und die verwende ich dann auch andere. Also ich sag mal so, gerade mal 5% von allen Outtakes, die bekommt ihr zu sehen, den Outtake-Videos, der Rest ist alles raus. Bei dem Tutorial, okay, das ist jetzt einigermaßen ausgebaut hier, perfekt. Obwohl, ne, hier noch zwei weiter. Da müssen noch zwei weiter. Also wie gesagt, gerade mal 5% kann ich verwenden, weil bei den Rest ich kaum irgendwas sage oder einfach nur schon stoppe, bevor ich mich aufregen kann drüber. Wo ich eigentlich relativ gelassen manchmal eigentlich in der Regel immer bin, ich so aufnehme. Obwohl, okay, bei dem 4x4-Tor war es grenzwertig. Da habe ich hier 14 Aufnahmen gehabt. Ich glaube, in einer Outtake-Szene sage ich gerade, dass die 11. Aufnahme ist. Ach, da kam noch ein bisschen was mehr. Ach ja, das war... Oh. Ich weiß schon, was falsch ist in meinen... Oder was nicht so perfekt ist in meinen meinen Let's Plays oder Videos allgemein, was besser sein müsste. Aber manchmal geht es in dem Fall nicht. Zum Beispiel das mit dem Mikrofon, das ist furchtbar aufregend. Ich habe jetzt endlich ein neues bestellt gehabt. Und ich hoffe mal, dass das bald demnächst kommt, dass die Soundqualität vor allem besser wird. Obwohl einige scheint es auch nicht zu stören mit dem Summen. Denn man liest sehr, sehr viele Kommentare und da kommt schon einiges zusammen. Ihr könnt wirklich über die Kommentare mit mir kommunizieren, so ist es nicht. Also ich lese soweit alles und ich finde eigentlich fast schon, dass ich zu wenig Kommentare bekomme. Im Vergleich zu der Zuschauerzahl. Also, Spitzhacke-Weg. Okay. Verdammt, ich wollte ja testen, ob man die Banane legen kann. Nee, geht dann. Wenn wirklich irgendwas so ist, selbst wenn es banal ist, einfach raushauen. Ich lese dann wahrscheinlich durch. Bin mal gespannt, wie viele Kommentare unter diesem Video kommen. Ihr könnt jetzt gerne kritisieren. Genau, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet, das haut jetzt am besten mal in dieses Video und in die Kommentare rein. Und was nicht unbedingt gerade für die Öffentlichkeit sein muss, das können wir auch per PN schreiben, so ist es ja nicht. Also, Kommentare sind da, um zu kommentieren und nicht um zu, keine Ahnung was, was jetzt nicht gerade unbedingt jeder wissen muss, reinzuschreiben. Dafür sind dann persönliche Nachrichten da und einige Leute wissen gar nicht, wie man persönliche Nachrichten schreibt und dann schreiben wir das als Kanalkommentar. Das ist mir auch schon passiert. Also, aktuell ist es so, heute kam einer, hat auf dem Kanal geschrieben, ja, ich nicht weiß, wie man dir eine PN schreibt, dann schreibe ich es dir mal hier. Okay, war halt eine Frage wegen dem Tutorial und so, aber jetzt steht es halt in Kanalkommentaren, okay. Außerdem ist es so, in letzter Zeit, ich mache keine Screenshots mehr von den Tutorial-Anfragen. Das heißt, es ist völlig egal, wo ihr die fast postet. Ihr könnt die in einem Kommentar posten, Hauptsache es ist eine richtig geile Idee.
Und dann werde ich mal gucken, ob ich das machen kann. Die Sache ist halt die, wie gesagt, ich bekomme relativ viele Anfragen. Und ich kann natürlich nicht alles übernehmen. Das ist in dem Fall wirklich impossible. Das geht nicht. Ich bin jetzt gerade an der Tempel von Notch-Reihe dran, wo ich dann immer mal eine weitere Reihe draus machen werde, weil das ist so viel, das kriege ich hier gar nicht in alles rein. So, passt das hier endlich jetzt? Passt es endlich? Und ja, das dauert, bis das fertig ist und dann kommt wieder das nächste. Ich habe auch noch einige Projekte in meiner Tutorial-Welt schon fertig gemacht, die ich noch nicht gezeigt habe in einem Tutorial. Also, ja, ich müsste mal gucken, wie viele Kisten ich machen kann. Dann ganz kurz. Nee, kein Wood mehr, gar nichts mehr. So an sich, da war auch nichts mehr drin. Die Kiste war leer, dann kommt es sonst drin. Ich habe, achso, die Crafting Box müsste ich vielleicht mal wieder hinsetzen. Wo habe ich sie denn? Habe ich die eingesammelt? Nee, habe ich wieder rausgetan. Ich habe hier 3 Crafting Tables drin. Könnt ihr mir mal verraten, wozu? Wozu habe ich hier 3 Crafting Tables drin? Und vor allem, wozu habe ich ein tolles Inventar? Na toll. Ich mache einfach mal ein paar Kisten. Kisten, 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 Kisten. Ich muss natürlich jetzt nochmal rausgehen, mir noch ein neues Material holen. Ach genau, bei den Tutorials war ich stehen geblieben. Ich habe noch einige Tutorials ja schon vorher gebaut, wo ich eigentlich noch nicht... wo ich eigentlich noch nicht die Schaltung dazu gedreht habe. Ne? Also das müsste demnächst auch noch kommen. Ich habe ein bisschen was auf jeden Sammlung vorproduziert jetzt gerade, wo ich unbedingt noch abhaken müsste. Aber natürlich ist es so, wenn ihr weitere Vorschläge habt, wenn es was wirklich Geiles ist, dann schiebe ich auch das auch gerne mal dazwischen. Wenn ich gerade jetzt heute... wenn ich jetzt gerade heute mal ein Tutorial bekomme, was so richtig geil ist, wo ich sage, oh, das muss ich unbedingt machen, dann werde ich das sogar noch vorziehen vor anderen Sachen. Also zum Beispiel Lava-Eingang. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon draußen ist, wie gesagt, ich weiß nicht, wann das Let's Play kommt. Einen Lava-Eingang, ich weiß nicht, es gibt sehr viele, die mir das geschickt haben. Bestimmt wirst du, der jetzt gerade zuschaut, das auch schon kennen, oder zumindest einige, ich weiß jetzt nicht. Da ist so ein Lava-Eingang, läuft man eine Druckplatte drüber und dann, ich hole mich mit, läuft man eine Druckplatte drüber und dann öffnet sich in der Lava so Glasblöcke, werden nach oben gedrückt und öffnen sich einen Eingang in der Lava. Und dann kann man reingehen, nach kurzer Zeit verschwindet er wieder. Ja, das habe ich schon fertig gemacht. Das ist schon komplett fertig, müsste demnächst bald kommen. Wenn ich dann den richtigen Augenblick dafür habe. Also wenn es halt dran ist, wenn ich dazu komme, das zu machen. Weil die Notch-Tutorial, also den Tempel von Notch-Tutorial-Reihe, das möchte ich noch fertig machen erst. Oh, ist zu viele. Ja, und dann sieht man sich so dann demnächst gleich mal dem Tutorial wieder. Aber ihr wisst, was so geplant ist, hoffe ich jetzt jedenfalls mal. Die Kisten stehen auf dem richtigen Abstand. Ja, kann man so lassen. Da und da, da und da. Okay, noch ist ja nicht sonderlich viel da. Jedenfalls hier ist jede Menge Platz für weitere Sachen. Eine Sache muss ich jetzt aber noch ergänzen. Eine Sache muss noch gemacht werden, damit die Mobs hier nicht drauf fallen. Das muss ich machen. Hier oben gehe ich ganz weiter hoch. Jetzt war ich doch wieder ein Gesprächsthema drin. Ah, sieht man mal. Gesprächsthema. Dadurch. 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 Und dadurch. Und passt das? Yay, passt. Gut, ich grabe mich ein klitzekleines Stückchen nach vorne, bis ein Monster halt reinkommt und baue dann so einen kleinen Überhang. Genau, hier war das Ding, was ich zugemacht hatte. Hier war der Gravel drin, der runtergefallen ist und jetzt bin ich in der Monsterfalle. Genau, genau. Die Frage ist, ob ich nicht vielleicht, wenn ich hier arbeite, die Mobs ausstellen sollte. Ich versuch's mal ohne, weil das könnte eventuell ein bombiger Erfolg werden, wenn ich Pech habe. Oder eher ein Misserfolg. Na, mal sehen, mal sehen. So, ganz kurzer Test. Jetzt aber vorsichtig. Ich muss 2 Blöcke nach vorne einen Überhang kreieren. Und zwar so. Hoffentlich kommt jetzt kein Mob-Creeper drauf, landet, überlebt und bombt mich dann an. Das wäre Pech in dem Fall. So. Was zumachen. Und dann nach hinten erweitern. Hier kommt nämlich jetzt der Wasserfluss hin. Ich muss ganz kurz 8 Blöcke abschätzen. Ich hoffe mal, das waren 8 Blöcke. Ich habe irgendwie 9 im Kopf. War das früher so? In meiner alten Mob-Falle habe ich, glaube ich, 9 gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht. Also in der Let's Show-Bild an der Mob-Falle. Ganz kurz hier ein bisschen weiter buddeln. Und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Testen wir gleich mal. 8. Wassereimer habe ich dabei. Habe ich ja zum Glück aufgefüllt. Wo habe ich sie? Da habe ich sie. Achtung, ganz kurz hinsetzen und testen. Reicht's bis vorne? Yay, es reicht. Perfekt. Und dann mache ich gerade nochmal Folgendes. Ich mache hier Glas hin. Ich nehme da mal Glas und nicht einfach die Cobblestones, damit man... Oh nein, scheiße.
durchsehen kann. So rum. Wegnehmen. Dann war jetzt natürlich ein Fail. Ich habe jetzt hier Cobbles genommen. Hätte ich Glas nehmen sollen. Dann kann man das irgendwie besser von unten sehen. Finde ich besser als Cobbles. Wow. Wow, ein Creeper. Wow, der steht auf der Lava drauf. Okay, er schickt auf den Block drauf. Aber na, das wird grenzwertig. Du fällst jetzt gleich rein. Das sag ich dir. So, da, 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 da und da, da. Ja, wir haben Redstone, der Monsterfall, aber das macht nichts. Wir haben noch Eisen drin und wow, da kommen die Orbs gleich runter. So, dann. Als Sicherheit, damit jetzt hier nichts kommt, mich wegdönert. Ganz kurz das zumachen und da, einmal das machen und einmal das machen. Damit ich hier einmal durch kann, vor allen Dingen. Und dann bringe ich ganz kurz hier die Wasserspots an, nämlich da in die Ecke ein. Nein, jetzt nicht Inventar auswählen, sonst rutsche ich nach vorne weg. Und diesen Eimer hier. Und der kommt jetzt dahin. Da kann ich da rausnehmen und da dran setzen und dann da wiederum nehmen. Und dann habe ich hier genau perfekt nach vorne, sodass Mobs, die jetzt hier drauf landen, erst noch nach vorne getrieben werden, nicht direkt in die Lava reinfallen. Und jetzt würde ich sagen, ich habe zwar nicht genug Kisten da, aber das macht im Prinzip nichts. Die müssen eh erstmal sich füllen, so effektiv ist die Mobfalle noch nicht. Gehe ich nach unten, stelle mich vor die Mobfalle und erstelle einen Save, den ihr zum Download bekommt. Ihr werdet dann also direkt vor der Mobfalle stehen, wenn ihr dann euch das den Save ziehen solltet. Wie gesagt, das Feedback habe ich nicht gelesen, was, ob ihr das wirklich spielen würdet oder und so weiter und so fort. Ob ihr es wirklich ziehen würdet, ganz kurz, bevor ich jetzt gar noch machen, soll ich das zumachen hier? Nee, ich lasse auf, da kann man ein bisschen durchgucken und nach und ja. So, gehe ich gerade mal nach unten. Wie sieht's aus? Ja. Wie sieht's aus? Jetzt sollte es effektiver sein. Die Spinnen, in Anführungszeichen, verstopfen noch, aber wenn jetzt ein Mob hinterherkommt, dann vergucken die mit der Zeit auch noch. Das macht rein gar nichts. Und ganz kurz, oh, oh, Achtung, kurzer Test, wie viel haben wir da drin? Aha, achso, genau, eine Cobbles haben wir noch drin. Ich teste gerade mal was. Pfeile, na, da in die Ecke und da und da und da und da so ein bisschen aufräumen. Melonen könnte ich noch mal essen, ein paar. Wie viele Items habe ich jetzt schon wieder bekommen? Achtung, Test. So. Und. Okay, ja, Grenzwert. Ja, okay, nichts Besonderes. Nicht viel, nicht viel. So viele Mobs kommen nun auch wieder nicht. Gerade aktuell. Jetzt kann man hier schon mal ganz kurz da den Übergang sehen. Da werden jetzt drauf fallen, die normalerweise nicht in Lava fallen würden oder auf den Block drauf. Werden hier nach vorne getrieben und fallen erst dann durch die, oder rutschen erst dann durch die Lava. Wegen am Opfer in dem Fall. So, dann. Genau, Licht mache ich jetzt endlich mal. Ja, ich mache Licht, ich tue es endlich, ich tue es. So ganz ausnahmsweise mal mache ich auch mal Licht. Ich setze mal, da. Da wäre eine Kiste, da wäre keine Kiste, Kiste, keine Kiste, Kiste, keine Kiste. Eventuell kann man das jetzt noch wirklich alles wunderschön und ach und tralala machen, die mir jetzt hier das auch noch mit Cobblestones ausgleitet und allem, aber ich glaube, das passt, wenn ich das so lasse, oder? Müsste eigentlich gehen. Müsste gehen. Ganz kurz Fackeln im Abstand von zwei Blöcken setzen, einmal da. Und dann, ja, jetzt haben wir so einen schönen perfekten Überblick. Jetzt kann man von hier kann man die Wand sehen, wenn ich aber nach vorne sprinte, wird es auf einmal fast dunkler und jetzt hier alles dunkel, kann ich es nicht mehr sehen. Also nur so eine One-Way-Side sozusagen, also eine Richtung in Sicht. Na toll. Da Fackel weg, da Fackel. Da will ich nicht lange fackeln, da noch eine hinsetzen. Da, da, da. Ja okay, natürlich, wie gesagt, Kisten und so. Mal sehen, ich glaube nicht, dass das perfekt dann passt. Immer gucken, da, ja okay, hier wird es grenzwertig, hier müsste wieder Platz sein. Okay, okay. Gröbstenteils wäre es dann so fertig und ich würde sagen, ja, ein bisschen kahl sieht es noch aus, ein bisschen nach Baustelle. Ich hole die Spitzhacke raus und sage, ich erstelle jetzt einen Save, den ihr zum Downloaden bekommen werdet. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht,